Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir uns mal, aufpassen, Sammy läuft hier rum, zusammen den Essie-Adventskalender an. Ja, und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, der riecht tatsächlich irgendwie weihnachtlich, das stand da auch irgendwie drauf, ne? Kalender duftet weihnachtlich bei Berührung, also total witzig. Und es ist halt wirklich eine Zuckerstange, ne? Wie großartig ist das bitte? Finde ich genial. Ich habe den bei Amazon bestellt, der wird aber sicherlich auch noch im Laden verfügbar sein. Ich habe dafür ungefähr 51 Euro bezahlt. Ich denke, dass der für 49,99 im Laden stehen wird, ne? Und ich denke mal, dass wir hier unten das einfach aufmachen, genau. Und dann fallen die Kläppchen runter. Das ist ziemlich cool, da muss man gar nicht groß Kläppchen suchen, ne? Und dann gucken wir mal zusammen hinein. Dieser limitierte Nagellack aus den USA eignet sich besonders für French Nails, casual und schick zugleich in der Nummer 1. Die Farbe 949, Tuck It In My Tux. Okay, es ist einfach ein weißer Nagellack. Sowas mag ich gerne. Den Essie Blanc fand ich ehrlich gesagt nicht so gut. Der hat bei mir nicht so gut gehalten. Den kann ich jetzt gerne mal ausprobieren. Hier haben wir einen Unterlack mit Biotin. Also hier steht auch immer richtig was drauf. Das finde ich wirklich toll. Strong Start Base Coat steht hier auch drauf. Das macht natürlich die Wiederbenutzung des Adventskalenders etwas schwierig, um ehrlich zu sein. Es sei denn, man hat halt einfach jemanden, dem man den schenkt, dem das Schnurzepiep egal ist, was da drauf steht. Ja, ein Unterlack, Strong Start in der kleinen Größe. Da haben wir 5 ml drin und der schaut so aus. Ich finde Base Coat auch immer wirklich wichtig bei Nagellack. Bei mir hält meine Maniküre auch immer ungefähr eine Woche. Ich mache mir einen Base Coat drauf. Bis zu 3 Schichten Farblack, je nachdem, ne, was es halt für einer ist. Und darüber dann mein Topcoat. Dann haben wir hier ein Kaki-Nagellack, steht hier drauf. Und das ist auch eine 5 ml Größe, die 789 Win Me Over heißt er. Eine expressionistische Farbe, keine Ahnung. Die ist schon krass, aber ich finde es schön. Also ich habe letztes Jahr auch immer wieder, oder ich sage es immer wieder, bei den Nagellack-Adventskalendern von Essie auch mit dabei. Ich finde es großartig, wenn wir ein bisschen Variation haben und auch außergewöhnliche Farben. Und dieses Khaki-Grün ist jetzt nichts super Standardmäßiges, aber es passt irgendwie zu Weihnachten, weil wir da auch Richtung Grün gehen. Hier habe ich jetzt die Nummer 4. Ratsch. Und da haben wir was drauf, was drin, ja. Was macht eine echte Lady aus? Anmut, Stil und natürlich dieser cremig deckende Nagellack in zartem Rosé. Ist schon süß geschrieben, dass da so Sachen draufstehen, ne? Mag ich. Auch wieder so eine 5 ml Größe. Ich rechne euch die Preise ja auch so ein bisschen aus. Nennt sich 101 Ladylike. Passt dann natürlich auch zu dem Spruch, den wir drauf haben. Ist so ein Altrosa. Die Nummer 5 ist der Tag von Nikolaus. Hier haben wir auch wieder einen limitierten Nagellack aus den USA. Oh, was eine geile Farbe. 952 Around the Bend. Die feiere ich. Also das ist wirklich voll meins. Ich habe ja immer gerne super bunten Nagellack drauf, ne? Und das ist eine enorm schöne Farbe. Der 6. Dezember ist bei uns der Nikolaus. Dieser Gel-Effekt Topcoat. Den kenne ich noch gar nicht. Das ist ja geil. Ich mag sehr gerne den Topcoat in dieser weißen, komplett weißen Verpackung. Aber das ist milchig. Das ist neu. Das kenne ich nicht. Matt Topcoat. Deswegen kenne ich den wahrscheinlich noch gar nicht. Schaut euch den mal an. Wie fancy sieht der bitte aus? Nick, geil. Also das ist jetzt schon auch eine super Nummer 6, wirklich, ne? Ein super Start in den Adventskalender. Das erste Viertel haben wir uns jetzt ja quasi schon angeschaut. Und ich muss sagen, der lohnt sich jetzt schon, oder? In der Nummer 7 haben wir einen schwarzen Nagellack drin. Cool. 88 Licorice heißt er. Es sind auch 5 ml hier drin. Auch so ein klassisch schwarzer Nagellack gehört irgendwie mit in den Nagellack. Sammlung mit rein, muss ich sagen. So ein Schwarz, so ein Weiß. Das passt schon, ne? Also man kann sich mit diesem Adventskalender auch hoffentlich eine schöne Nagellack-Sammlung, ein schönes Nagellack-Sortiment aufbauen. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und hier wird schon gespoilert, dass wir hier keinen Nagellack an sich drin haben, sondern, das haben wir auch in jedem Essie-Adventskalender, einen Nagellack-Entferner. Good as gone. 25 ml sind hier drin. Das ist jetzt keine Riesengröße, aber es passt halt bei einem Nagellack-Adventskalender. Ne? In der Nummer 9 dürfen wir uns wieder über eine limitierte Farbe aus den USA freuen. Schöne Farbe. Nennt sich 948 Ripple Reflect. Ist das ein schönes Blau? Richtig schön. Also, wie oft sage ich in diesem Video schön? Ich hoffe, das nimmt hier keiner als Trinkspiel. Der ist nachher echt fertig mit den Nerven, ich sag's euch.
Die Nummer 10 wird mit einem roten Nagellack weitergehen. 5 ml sind hier drin von dem 49 Wicked. Den habe ich, glaube ich, in der Full Size schon da oder ich hatte ihn mal da. Ein sehr, sehr tiefes Kirschrot. Mega, also von richtig so einer dunklen Kirsche. Genial. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11, enthält auch wohl einen Topcoat. Wir haben aber jetzt bislang ja nur einen matten Topcoat. Jetzt haben wir hier auch einen glänzenden, den Stay Longer mit 5 ml. Auch sowas ein sehr praktisches Produkt, was ich definitiv auch immer wieder brauche. Halbzeit, die Nummer 12. Oha, ist das schön. 857 Pencil Me In. Das ist ein wirklich schöner, kräftiger Pinkton. Schon wieder dieses Wort, ne? Oh, es tut mir so leid. Ja. Nachträglich wisst ihr auf jeden Fall Bescheid für den nächsten Mädelsabend. Gönnt euch hart. Und Prost an dieser Stelle. Die Nummer 13 habe ich jetzt hier. Das ist ein wirklich schönes Gelb. Das ist ein sehr ansprechendes Gelb, was auch so einen leichten Orange-Stich mit dabei hat. 947 Check Your Baggage. Okay. Warum? Keine Ahnung. Ja, mag ich gerne leiden. Ist kein klassisches Gelb, aber ein schönes Gelb. Schon wieder schön. Die Nummer 14 soll uns Selbstbewusstsein schenken. Oh, ey, wir haben ja so schöne, geile Farben drin. Jetzt mal ohne Flachs, Leute. Feier ich. Die Farbe 718 Suits You Swell. Wirklich geniale Farbe. Du hast mit diesem Adventskalender echt so, also finde ich großartig, so unterschiedliche Farben hier drin. Du hast hier den ganzen Regenbogen drin. Da, also jeder Nagellackfreund wird hier also sehr glücklich werden. Ich denke hier zum Beispiel an Corinne, die wird diesen Adventskalender hart feiern. Die Nummer 15 soll etwas Feuchtigkeit spenden. Ein Nagelöl, das haben wir auch jedes Mal drin, das Apricot Oil mit 5 ml. Ja, ist gut. Ich verwende gerne Nagelöl, ne? Vor allem an meinen Füßen tatsächlich. Ja, kann man machen. Ist auf jeden Fall für die Nagelpflege ganz gut geeignet. Die Nummer 16 soll frech und frisch mit Glitzerpartikeln sein. Ich feiere diesen Adventskalender. Ohne Witz jetzt, Leute. Richtig genial. 219 Bikini Sotini. Am liebsten würde ich ihn komplett behalten, ne? Das sind so außergewöhnliche, andere Farben. Der glitzert halt wirklich, ne? So toll. Feiere ich. Und das finde ich geil. Ich weiß nicht, vor 2 Jahren, 3 Jahren, ich war so enttäuscht von diesem Adventskalender. Da waren Stifte drin, To-Do-Listen, keine Ahnung, irgendein Zeug halt. Und jetzt haben wir einen genialen Nagellack-Adventskalender. Schöne Sache. Die Nummer 17 ist wieder limitiert aus den USA. Eine Woche vor Heiligabend können wir das auch echt gut gebrauchen. Eine gute Farbe. 951 Gossip and Spill. Okay. Schaut einmal so aus, muss man wahrscheinlich schütteln, aber der hat auch so einen Goldschimmer mit drin. Sowas mag ich auch ganz gerne leiden. Letztes Jahr hatten wir nämlich auch aus diesen limitierten USA-Geschichten sehr viel dunkle und hier ist alles so knallig und so bunt und es schreit und ich lieb's einfach. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Da haben wir, ich glaube, meinen Liebsten, oder? Bist du mein Liebster? Nein. Schade Schokolade. Fairy Taylor, die Nummer 40. Ja, das ist der erste Schritt von Gel Couture. Kannst du auch unter der UV-Lampe irgendwie machen, ne? Dieser roséfarbene Nagellack hält noch länger mit dem Gel Couture Top Coat. Ganz ohne UV-Lampe. Step 1 deiner Salonmaniküre mit Gel Finish für zu Hause. Okay, also du kannst dann darüber halt den Top Coat geben. Ja, das ist einfach irgendwie so ein Rosé-Tönchen, was auch sehr edel aussehen kann, sehr schön aussehen kann, zum Beispiel so zu einer Hochzeit oder so. Die Nummer 19, orange soll das werden. Schön, das ist wirklich ein tolles Orange, Leute. Wirklich ein tolles Orange, die 824 Frilly Lilies nennt er sich. Und da haben wir die kleine Größe mit 5 ml drin und der sieht richtig nice aus. Oh. Ich habe einen Regenbogen hier. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Das soll Metallic sein mit Perlglanz. Auch eine tolle Farbe. 950 Sevo Play. Guckt euch den mal an. Also wenn der wirklich von alleine auch genau so deckend ist. Was sind das für geniale Farben hier drin, oder? Jetzt mal, schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, was ihr gerade auch so empfindet, ne? Ob ihr gesagt hättet, Mensch, ich hätte lieber 50 Shades of Nude oder 50 Shades of Red hier drin gehabt.
Die haben unsere Videos geguckt. Ich kann es nicht anders sagen. Die haben auf das Feedback von den Kunden gehört und da jetzt einfach mal einen Regenbogen rausgehauen. Ich lieb's. Großartig. Die Nummer 21 soll ein Nagelhärter sein. Das ist Hard to Resist Advanced. 5 Milliliter, ich glaube Hard to Resist hatten wir letztes Jahr auch mit drin, also den klassischen Nagelhärter. Und hier haben wir dann die Advanced-Geschichte. Okay, soll die Nägel stärken. Das kann man gut gebrauchen, gerade wenn man, so wie ich, ständig im Garten ist und in der Erde rumwuselt. Die zweite und letzte Schnapszahl haben wir hier und das soll ein dunkelgrün sein. Das passt jetzt natürlich, ne, wenn wir Richtung Weihnachten gehen. Ja, natürlich. Ein tolles Tannengrün. 3,99 Off Tropic. 5 Milliliter sind hier drin. Schön. Oh Mann, Leute. Ich komme hier echt aus dem Schwärmen nicht mehr raus, oder? Ich bin gerade einfach glücklich. Ich bin super, super happy damit. Hier habe ich jetzt die Nummer 23. Totschick und total angesagt. Okay. Ja, das ist ein Weihnachtsrot. Definitiv. 64 Fifth Avenue. Die kleine Größe mit 5 Millilitern. Am besten halt wirklich zu Heiligabend nimmst du den und den in Kombi 1A. Ne? Bist du direkt hier ready to open your, keine Ahnung, Weihnachtsgeschenke. Die Nummer 24, das ist jetzt Heiligabend, das ist ja jetzt quasi das Special-Gedönsen. Das ist auch wieder ein limitierter Nagellack aus den USA. Da bin ich jetzt auf die Farbe gespannt, weil Rot und Grün hatten wir ja schon. So siehst du so geil aus. Ein Expressi Quick Dry Effect Filter, schnell trockener Effektfilter in der Farbe Iced Out Filter 460. Oh, da hast du halt eine Perle, ne? Ist das schön? Der ist ja so dermaßen speziell. Wow! Großartig. Also dieser Adventskalender ist ja mal gelungen. Kann man den wiederverwenden? Stimmt, ne? Es wird schwierig, das alles wieder reinzuwuseln, aber theoretisch könnte man den sicherlich wiederverwenden. Wäre natürlich mega, wenn man den hier oben auch aufmachen könnte. Finde ich jetzt so nicht. Ist alles auch schön verklebt, das ist ja auch in Ordnung. Aber Leute, das ist ein toller Adventskalender. Den empfehle ich euch absolut für alle, die Bock auf Nagellack haben. Ey, rennt. Wirklich geil. Tolle Farbauswahl. Du hast hier alle Farben, die man braucht. Alles, was man irgendwie mit Nagellack in Verbindung bringt, hast du hier auf dem Tisch stehen. Du hast ein Schwarz, du hast ein Weiß, du hast ein Gelb, du hast ein Rot, du hast ein Blau, du hast alle Farben. Das Einzige, was jetzt gerade explizit nicht da ist, ist jetzt irgendwie, ja doch, Lila haben wir auch irgendwie mit dabei, ein bisschen Blasslila, aber trotzdem, ne? Alles, einfach alles. Mattes Finish, glänzendes Finish, Nagelpflege, Perlmutt, Glitzer, Glamour. Gönnt euch den hart. Ich setze euch den Link in die Infobox. Ist der geil oder ist der geil? So, ihr Lieben, bin platt. Wenn es euch hier gefallen hat, lasst mir super gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.